richtig nach, denn ich dachtest, dass du mir nicht wisst, es war. Ich dachte, es wird einfach und hab einfach mal nicht nachgedacht. Doch nachbedacht hab ich bedacht, dass du einfach nicht wahr sein kannst. Ich dachte, du bist alles, dachte ohne dich kein Morgen. Dachte sie oder keine, das Gebiet musst du erforschen. Ich dachte, die Gedanken denken, du spielst mir einen Streich. Und ich denke, die Gedanken an dich machen mich schon reich. Ich dachte und ich dachte, dass du mich vergisst. Dachte so oft drüber nach, wie es wäre, wenn du mich jetzt vermisst. Ich dachte jedes Lachen und an was du gerade denkst. Ich muss lachen, weil ich dachte, dass du mir dein Lachen schenkst. Dachte, das kann nur ein Traum sein, dachte, das ist nicht real. Dachte, wenn es nicht real ist, quatsch sie an, ist doch egal. Dachte, ich bin Overthinker, denken ist nicht meine Stärke. Und ich dachte, dass du dachtest, ich vertrete andere Werte. Ich dachte nicht, ich wusste, du bist wunderschön, so einmalig. Ich dachte nicht an Glück, doch nur mit deinem Schlag aufs einmal mit. Hallo Leute. Guten Abend. Erst ein Timer, lustig, oder? Aber ich bin einfach schon da, denn ich bin Anarchist, Leute. Ich bin Anarchist, ja. Anarchist. Okay. Wisst ihr, was ich dachte? Ich dachte, dass meine Emote-Wall animierte Emotes jetzt kann. Darius, spam mal noch mal ein bisschen. Irgendwie, das sollte normalerweise... Normalerweise sollte das an sein. Kannst denken? Nein. Nein. Ich nicht. Da kommt jetzt gar nichts mehr. Die Emote-Wall existiert einfach nicht mehr. Warte, ich habe die Kamera zu weit oben. Ja, das ist natürlich gut, dass wir das einmal getestet haben. Hi, jetzt geht's dir wieder. Jetzt sieht man auch wieder, was für eine Musik hier läuft. Da hat er alles komplett falsch eingestellt. Profi einfach. Warum sind die Emotes nicht animiert? Die sollten eigentlich animiert sein. Ich habe extra das Programm geändert, damit die animiert sind. Da gehen wir jetzt kurz rein, meine Freunde. Da gehen wir jetzt kurz rein. Der Timer läuft ja eh noch. Der Stream hat noch gar nicht angefangen. Das war doch das Ding. Dass die endlich animiert sind. Aber schön, dass ihr alle wieder da seid, Leute. Ja, alle. Na, wir machen gleich wieder wunderbare Dailies. Wie jeden Tag. Es kommt mir vor, als hätten wir das hier schon 12 Mal gemacht. Okay, hier ist die Emote Wall. Ich edit die mal kurz. Hier ist keine Einstellung dafür. Emoteplosions, Chat Emotes. Ja, dann ist wohl verkackt. Haben die wohl einfach abgeschalten. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock auf animierte Emotes. Mann, ich hab die extra geändert. Jo, geht nicht, Leute, geht nicht. Okay, in 3, 2, 1. Willkommen, Leute, im Moti-Stream. Wir haben uns hier wieder versammelt, um gemeinsam, gemeinschaftlich und miteinander Wushu zu spielen. Was geht, man? Gestern
Gestern hatte Jesse hier eine Content-Cam. Der durfte auch mal. Konfetti! Der Cracky mag Konfetti! Okay, dann erstmal die Shoebox. Ich habe heute schon TP und MD gemacht, weil MD ist immer nervig, weil dann kann ich nicht in den Chat gucken und TP habe ich halt schon gemacht, Leute. Was soll man dazu sagen? Habe ich euch jetzt betrogen, ne? Content-Cam, beste Feature. Danke, danke, dass ihr meinen Content so sehr enjoyt, dass ihr eine Content-Cam braucht. Okay, dann machst du Student Shop. Für mich appreciated, Leute. 3 B-Stones. Und die T6 Daily. Geil, let's go. Enjoyt ihr nicht jeden Tag exakt dasselbe zu sehen, Leute? Statement? Habt ihr den super duper Julian Bostis gehört, Leute? Der super duper Julian Bostis. Ich finde, die Content Cam sollte Hauptcam werden. Okay. Danke dafür. Leute, der Julian Bostis war mal wieder sehr süß. Ich wünschte nur, dass der Anfang 3-mal so lang gewesen wäre. Wo 15 Minuten Diss-Track? Okay, Kiki. Das ist ein Aufruf jetzt, ja? Gib mir mehr Content. Es kommt mir vor, als ob da ich gerade drüber geredet. Oh, es ist so schön. Julian. Ich vermisse Julian auch, Mann. Wo ist Julian? Es ist halt real, es ist... Ja, ich finde, der Anfang trifft am meisten, weil es so ehrlich ist. Gebreakt. Der Google, alte Cricks. Boah, das ist so schön, Mann. Das trifft halt so krank, weil das so ehrlich ist. DeadFox909, was geht? Willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Das ist so gut. Jetzt rastet er aus. Ah. Winter, Winter, spring! Ich spring nicht. Bitte nicht. Aber ich finde den ersten besser. Aber der zweite ist natürlich auch gut, ja. Der zweite ist halt mehr JBB. Also es ist komplett JBB. Ich finde, wir können Julian danken, dass er so einen scheiß Songs macht, Digga. Wir haben JBB zurück. Auch die Runde gegen Jiggy, die war gar nicht mal so scheiße von Julian diesmal, fand ich. Die war diesmal okay. Wir haben einfach wieder Beefs, Leute. Ich hoffe, der Beef geht einfach für immer. Ich will, dass das niemals aufhört. Niemals. Bitte nicht. Okay, das dann ab nach in die Schule. Denn ich bin der Coole. Der Coole in der Schule. Meine auch, leider. Oh, okay. Bitte diss mich nicht, Jiggy. Bitte. Aber das ist schon eigentlich auch Ehre, wenn man von einem Jiggy-Lus gedisst wird. Der lässt sich ja schon eher weniger aus der Fassung bringen. Der Boss aller Bosse hat's geschafft.
Er hat's getan, er hat's gemacht, er hat's gemeistert. Wenn man die ganze Zeit am Nerven ist. Ja, aber ist ja schon trotzdem appreciated irgendwo. Ich meine, es gibt genug Leute, die nur nerven. Aber die haben ja auch eine kleine... Die haben ihre Geschichte zusammen. Eigentlich ist es aber am Ende beidseitig sehr gute Promo. Ich sag immer, mit 10 Hatern kommt ein Fan. Du hast den Toni getroffen. So eine gute Line, Toni. Die check ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Den habe ich die ganze Zeit nicht gecheckt. Du bist einer der ein oder zwei Zahlen, die ich nicht checke in dem Song. Ich liebe die Line, du bist nicht im Knast, weil dein Vater dich nicht sehen will oder sowas in der Art. Weil sein Vater anscheinend Cop ist, irgendwie so. Stell dir vor, dein Vater ist Cop und du machst so welche Videos im Internet. Jiggy hat für seinen Kollega-Feature diesen bei einem Videodreh getroffen. Kollega bezeichnet sich selbst oft als Toni, was Jiggy hier für das Wortspiel nutzt. Alter, das müssen wir mal von vorne lesen, Mann. Ich hab Streamer-Brain. Ach so, ja. Ja. Ja, das stimmt. Die ist aber, da muss man ja echt Knowledge haben, Mann. Die hätte ich nicht gecheckt. Niemals. Matrix hat gestern auch mal wieder einen Song rausgebracht, Leute. Ihr wisst doch, ich bin Fanboy. Aber ist Julian wirklich so ein... Ja, stimmt, er ist Mega-Kollega-Fan, ne? Fanchen? Baby. Er hat ja früher in seinen Analysen immer voll... Ach, Hörnchen, magst du die Musik nicht? Ja, dann nicht. Dann hören wir halt den nächsten Song. Hörnchen hat gerade die Musik umgeschalten. Ja, dann nicht, Digga. Dann hören wir Matrix halt nicht, wenn du ihn nicht magst. Hä? Er hat ihn einfach neu angemacht. Ja, jetzt machen wir mal auch weiter, Hörnchen. Wenn du den nicht hören möchtest, dann nicht. Hörnchen setzt ein Zeichen, ja. Yeah. Er will gerade unbedingt Aufmerksamkeit, ey. Alter, ich gucke im Lab wie ein Alchemist. Ich mag den Typen, Mann. Also die zwei Songs von dem. Vieles mag ich auch nicht. Ich habe ein bisschen mehr reingehört, aber das sind die zwei Songs, die ich mag. Die gehen so ab, Mann. Es klingt echt wie Musik, die... Ich weiß nicht, warum ich so hart an Tadel denken muss bei dem Song. Alter, ja, okay, jetzt endlich. Die guten alten NPCs. Ach, scheiße. Ich raste aus, lass mich hoch. Denn nicht... Da laufe ich halt nicht an der Wand, Alter. Wenn du nicht willst. Hörnchen hat schon wieder die Softbox auserkoren, wie er aussieht. Was haben Katzen mit Softboxen? Aki hat mir letztens einen Short geschickt, wo auch jemand, also seine Katze gefilmt hat, wie die ganze Zeit die Softbox angegriffen hat. Das war ein Ausschnitt aus einem Video von einer YouTuberin, die sie guckt. Ich erinnere mich gerade, das war kein Short, das war ein Ausschnitt. Extra geklippt. Den alten MTD-Audi.
Leute, wir sind gleich schon fertig mit den Dailies, ne? Was ist, hä? Habe ich heute Dinge vergessen? Aber immer nur zum Spooktuber oder bestimmte Videos. Ja, hallo Aki. Hallo. Sag doch erstmal hallo. Guten Tag, Aki. Schön, dass du da bist. Ich bin fast fertig. Warte mal. Wir gehen noch mal rein, ja? Ich gehe hier. Leute. Wie zeige ich das dann jetzt? Keine Ahnung, scheiß drauf. Also, Daily Bank Quest habe ich gemacht. Abgeholt. TP habe ich gemacht. Master Student Shop? Eben geholt. WeWork Inner? Habe ich heute auch schon angeklickt. Hier, Rechtsklick. Mache ich nochmal für euch, damit ihr das seht. Bitteschön. T6 Daily Sushu habe ich gerade gemacht. Sushu Box habe ich eben geholt. PE habe ich zweimal schon gemacht. School Spy ist heute nicht. School Spy nimmt immer irgendwie 20, 30 Minuten ein. Und es ist heute nicht. T5 Dailies. Kann ich heute auch nicht machen. Demon Gate Box habe ich eben geholt. Jin Ling mache ich gerade. Dann Lu Yang, Go City. Ja, war's das, Leute. Obwohl, wir haben etwas Neues auf die Liste bekommen. Ich muss jetzt jeden Tag Chian Deng Crisis machen. Ich habe das gestern mal wieder getestet. Und ich bin inzwischen stark genug. Also da habt ihr doch noch ein bisschen mehr, Leute. Und ich muss um 7.30 Uhr, also in 50 Minuten, mal gucken, ob wir das schaffen. Also so lange hier mit Content reinzubuttern, muss ich noch Import Knowledge machen, aber sonst. Ich habe eigentlich nicht geplant zu schreiben, ich muss doch schlafen. Das stimmt, mein Akilein. Du bist schon wieder so wach. Oh je, Mini. Schwarz, weiß, gelb, orange. Schwarz, weiß, gelb, orange. Schwarz, weiß, gelb, orange. Schwarz, weiß, gelb, orange. Es reimt sich auf Orange. Warte. Wisst ihr, was sich auf Orange reimt? Orange reimt sich auf Julian Boss steht an der Lampe. Aha. Aha. Oder unter der Lampe. Weiß ich nicht. An der Lampe, unter der Lampe. Leute, themenbezogen. Okay. Orange, Orange. 50.000 Euro. Casino. Die Sonne lacht, Leute, die Sonne lacht. Glücksspiel kann sich durchmachen. Außer in Schleswig-Holstein. Lu Yang. Trademark Modi, dieser Spruch. Wer den benutzt, 50.000 Euro. Ich bin hellwach. Scheiß auf den Bandstep in einem Nagelnickel 9 R8. Ihr 8, der Typ, der auf dem Spielplatz gedealt hat. Okay. Leute, ich bin hier schon wieder am Freestyle. Bitte hört auf damit. Bitte hört einfach auf. Ja? Ich habe 3 Stunden geschlafen und bin gerade auch hellwach. Hellwach, Leute. Jetzt habt ihr mich getriggert. Habt ihr Pech gehabt, jetzt hören wir den Song. Hören wir den Song, habt ihr Pech gehabt. Sorry, Scheiße. Wo ist der? Wenn ihr so unbedingt depressiv wollt, Leute. Ich finde, du solltest eine Strafrunde TP machen, weil du schon gemacht hast. Oh je, Mini. Ja, genau. Hellwach, ich bin hellwach, ich kann nicht schlafen, ich bin hellwach, Leute. Leute, hattet ihr heute Nacht Angst, Albträume? Konntet ihr deswegen nicht schlafen? Wollen wir schon wieder Deep Talk führen? Wollt ihr mir wieder von eurem Problem erzählen? Den Klempner Mutti ist für euch da. Ich finde, du solltest den Autismus-Song spielen. Kann ich gleich machen? Song Request auf Dead Modi? Okay. Ist auch egal. Wir wollen den alle hören. Oh je, Mini. Ja, mich auch. Sobald jemand hellwach schreibt, denke ich an den Song. Du hattest gestern einen Albtraum. Oh je, Mini.
Und meine Träume waren gestern alle ganz komisch gemordet. Wie kann ich mir das vorstellen? Armes Akilein hatte einen Albtraum. Er hatte letztens auch einen Albtraum, aber davon habe ich dir erzählt. Und den werde ich jetzt im Stream nicht breit treten. Wie mein Teppich, Leute. Ich meine, diese Scheiße viel zu ernst. Aber Chian, dein Crisis wird ein bisschen länger dauern, Leute. Heute finde ich das irgendwie... Heute ist zu wenig Licht in der Kamera, oder? Heute fühle ich mich irgendwie dunkel. Ich fühle mich dunkel, Leute. Wie mache ich das denn? So? Habe ich es jetzt heller mitbekommen? Jetzt ein bisschen heller, oder? Machen wir so. Das ist der Part, den ich im Song nicht so gerne mag. Der ist mir einfach zu glücklich, Leute. Das kann ich nie. Ich habe ganz viele Träume zusammengeträumt und ständig irgendwelche neuen Themen im Traum gehabt. Ist das nicht normal? Bin ich nicht normal jetzt, oder was? Aber das ist nicht so schön. Wenn du gleich wieder einpennst vielleicht, dann wünsche ich dir auf jeden Fall süße Träume, mein Akilein. Mach mal ein bisschen leiser hier wieder. Geht ja nicht. Okay, denn jetzt ab nach Go City, Leute. Ich habe meistens eigentlich ein Hauptthema beträumen. Ach so, das war gestern komplett durcheinander, oder wie? Die ganze Zeit geswitcht. Kann man aber auch mal haben. Wenn es keine schlechten Träume sind. Hast du einfach Shorts geträumt. Oh je, die Shorts kommen in dein Gehirn, Baby. Die kommen in dein Gehirn und sie verändern dich. Jetzt träum. Bald denkst du nur noch in Shorts und träumst du noch in Shorts. Okay, krass. Zeit, dass sich was dreht. Okay, Darius wünscht sich einen Song, ja, Leute? Wir halten das jetzt. Wir kommen runter. Nach diesem schönen Song, den wir gerade gehört haben, kommen wir jetzt runter und entspannen mal für 2:10, ja? Ich möchte jetzt, dass ihr euch angenehm positioniert und einfach mal genießt, ja? Einfach mal ruhig und genießen. Wir chillen jetzt. Ja? Oh, so schön. Was ein angenehmer Song. Danke dafür, Darius. Oh. So cozy, Alter. Ich muss mich echt zusammenreißen, nicht abzugehen bei dem Scheißding. Das ist Crossmouths, Digga. Ich vermisse gerade Crossmouths. Wo ist der? Das ist ja 100% Crossmouths, Alter. Der hat den bestimmt schon 800 Mal gespielt. Jojo! Welcome back. Please chill, stay back and listen to this cozy song, okay? Welcome back, bro. cozy, Leute. Schöner Song. So entspannend. Ich wünschte, das würde lauter gehen. Oh ja, das ist gut. Oh mein Gott.
Ich bin mega entspannt, Digga. Ich bin so entspannt. Ah. So schön. Der tut schon ein bisschen weh. Aber er muss wehtun. Er sollte jetzt Wecker machen, das ist true. Ist ein guter Weckerton, dann stehst du schnell auf, Digga. Dann bist du aber ganz schnell wach. Wir sind Ossis, komm von hier, Leute. Oh. Oh mein Gott. Ja. Der drückt, Alter, der drückt. Bruder, ist eskaliert. Ah. Okay. Uiuiui. Leute, 12 Stunden Stream, der Song? Nee, ich kann das jetzt nicht mehr. Oh, ich bin ein bisschen taub jetzt. Oh Mann. Ja, Leute. Was hören wir jetzt? Mut, die 10 Stunden Listening Challenge. Ich sollte das als Goal machen, irgendwie für Kanalpunkte oder so. Oder als Bestrafung. Im 48-Stunden-Stream machen wir einfach 12 Stunden diesen Song. Aber nee, dann eher Musik für deine Nachbarn. Das ist eine viel bessere Challenge. Leute, wenn ihr Musik für eure Nachbarn gehört habt, dann ist das ein Kinderspiel, ja? Ich, Jesse und ich glaube Aki auch. Aki, warst du dabei? Es tut mir leid, ja. Haben mal von einem sehr guten YouTuber, Let's Fail One oder sowas, ich weiß gerade nicht, gibt es Musik für deine Nachbarn 1 und Musik für deine Nachbarn 2. Und das haben wir komplett gehört, glaube, während wir World of Warcraft gespielt haben. Und nachdem du das gehört hast, bist du, ja, danach hast du eine neue Stufe erreicht, würde ich sagen. Eine neue Stufe des Aushaltens. Oh nein, nicht die Musik für deine Nachbarn. Du hast mir das mal gezeigt. Ja, Mann. Wir haben das komplett gehört. Mussten wir jetzt das erste oder zweite anklicken? Das erste, oder? Ich mache einfach mal das erste. Ich hoffe, das ist richtig. Leute, ich muss einmal beim Chat hier. Aki hatte nämlich noch einen Text geschrieben gehabt. Gestern ist etwas passiert, was nicht so gut war. Als Lorina und Hendrik los sind, haben die unsere Mitarbeitertür nicht richtig zugeschlossen. Da stand die ganze Nacht ein Türstopper. Oh, Jemini, das ist wirklich nicht gut. Aber das kann mal passieren. Menschen machen Fehler und Fehler machen Menschen, sage ich immer. Trademark, nicht bei Moti. Nein, nicht der, oh nein. Doch, genau der Song. Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt alle entspannt. Aber ich muss sagen, wenn ich komplett im ADHD-Modus bin, dann entspannt mich der tatsächlich. Also gestern habe ich ein bisschen gehört, so. Auf komplett Schlafentzug. Und es war schon entspannend. Schon angenehm, würde ich sagen. Dann muss Moti um 20 oder 21 Uhr live gehen. Ich weiß nicht, worauf das jetzt bezogen war. Das habe ich aber auch als Challenge erachtet. Ja, Musik für deine Nachbarn ist. Der Musik für deine Nachbarn hat ja nicht mal einen Rhythmus. Das eskaliert hat zumindest einen Rhythmus, Mann. Aber Musik für deine Nachbarn ist ja einfach nur Lärmbelästigung. Gute Lärmbelästigung, Leute. Ich empfehle jedem von euch, einmal Musik für deine Nachbarn 1 und 2 zu hören. Das bereichert euer Leben. Das macht euch stressresistent. Das macht aus euch einen besseren Menschen. Trust me, Leute, trust me. War das nicht eine Stunde? Ich glaube, das war sogar 2 oder 3 Stunden.
Warte, wir gehen mal rein. Musik für deine Nachbarn. Der erste Teil geht 1 Stunde 4. Der zweite Teil geht 2 Stunden 20. Wir haben uns das komplett gegönnt. Oh mein Gott. Alter. Leute, wir gehen ganz kurz rein, ja? Einmal, ich mache aber leiser. Ich wurde gerade schon ge-raped direkt. Kurze Lärmbelästigung, Leute. Ach, ist schon an. So eine Scheiße läuft da. Wo ist der Rhythmus? Dieser Song heißt Eis am Strand, meine Freunde. Ich empfehle jedem von euch, diese Musik zu hören. Es ist so schön, ja. Es ist so schön. Ich finde, das ist 100-mal schlimmer als das, was wir gerade gehört haben. Aber wir machen jetzt mal wieder Musik an, Leute. Wir gehen mal wieder auf. Ich habe Weed an, Mann, so wie Bisasam. Wir hören heute einfach 10-mal den Song. Es ist so schön. Der ist am Upgrooven. Ja, ich hab ihr auch gesagt, dass alles gut ist, aber als ich das gesehen habe, hat es mich schon sehr schockiert. Das ist auch gruselig. In der Stadt laufen so eine Gestalten rum. Es wurde ja sogar bei euch im Fahrradraum da draußen geklaut. Oder was da manchmal auch passiert. Es ist schon gefährlich. Du hast Rammstein. Nee, ich höre tatsächlich keinen Rammstein. Nee, nicht so richtig. Nee. I don't listen to Rammstein. Rammstein. It's not my thing. Musste ich hier das dritte auswählen, ne? Ja, Mann. Oh mein Gott. Easy. Muscle Memory, Leute. Muscle Memory. IQ 1 Milliarde. Weil vor allem, weil manchmal irgendwelche Randoms hinterm Haus langlaufen. Ja, das meine ich ja. Weißt du, was ist vorher geschrieben? Trotzdem, meine ich doch. Hab ich doch gesagt. Irgendwelche Gestalten rennen da immer in der Stadt rum. Die grusigsten Leute. Und du bist... Leute, wir sind die gruseligsten, ja? Lass mal nachts in der Stadt rumlaufen. Only German song I know here. Ja, that's... Rammstein is I think Rammstein is most listened from other countries, not Germans. In Germany also some very much fans, but I think the most fans are from other countries, but I don't know. Ich mag den Song, Leute, der geht so gut ab. Das ist ein Song, den würde ich im Auto hören, wenn ich eins hätte. Ich armer Mann. Ich hab den auch letztens beim Fahrradfahren gehört. Das sind richtige Pusher-Songs. Wir pushen, Leute, wir pushen. Ich hab eine Nachricht, das triggert mich extrem. Meine Mutter hat sich ein Elektrorad gekauft. Vor 3 Wochen. Nice. Wir haben auch ein Elektrorad. Ich fahre auch kein normales Fahrrad, Buddy. Ich fahre nicht. Nein. Niemals. Und ist nicht einmal damit gefahren. Gute Investition. Okay. Aki hat ihr es jetzt von
von ihrer Oma geschenkt bekommen, also von ihrer Schwester, von ihrer Oma. Es ist irgendwie, es wurde rumgereicht und Aki fährt täglich mit dem Ding. Hat Aki auch gerade geschrieben. Wir fahren damit richtig oft. Ich fahre damit auch extrem oft. Immer wenn man irgendwo schnell hin muss, das ist so gut. Man muss nicht mehr in den scheiß Bus steigen. Gar kein Bock auf Bus. Man kann super viel jetzt so machen. Das ist so gut. Ich brauche auch unbedingt ein E-Fahrrad. Wir brauchen zwei davon. Da sind wir auch schon in Aussicht auf etwas. Man kann über die Arbeit Fahrräder leasen, dann haben wir vielleicht beide eins. Dann wäre damit auch immer zum Fitnessstudio und so gefahren. Weil E-Fahrrad ist wirklich andere Welt, Digga. Du sitzt da und einfach, ja, ganz entspannt, überholst einfach jeden, ganz entspannt. Alle denken sich, der dumme Hurensohn, Alter. Der muss nichts machen und fährt einfach schneller als ich. Jedes Mal. Ich fühle mich manchmal schon ein bisschen schlecht, wenn ich an Leuten vorbeirase. Die tun sich abstrampeln. Und ich fahre so ganz entspannt, 25 km/h, mach dafür einfach gar nichts. Und was mega nervig ist, Leute, die Fahrradfahrer, ich bin jetzt Fahrradfahrer Modi, ja? Fahrradfahrer Philipp. Es ist so scheiße nervig, wenn Fahrräder vor dir fahren und du nicht dran vorbei kannst, weil du gerade auf der Straße fährst oder weil am Fuß. Oder weil irgendwie der Fahrradweg blöd ist und sowas. Hier an der ganzen, an der Holzenstraße. Ist das, glaube ich, die Holzenstraße, oder? Halt die große Big Straße. Da sind die Fahrräder, also das ist der Fahrradweg Straße, Fahrradweg, Gebüsch. Und dann kommt erst Dings. Dann kommt erst der Fußweg. Und dadurch ist halt nicht viel Platz auf dem Fahrradweg. Und du kannst niemanden überholen. Das ist so nervig. Weil das Fahrrad auch immer so pusht und dann musst du immer runterstellen und so. Ach, gar keinen Bock, Alter. Deswegen fahre ich auch meistens auf der Straße. Gar keinen Bock auf die anderen Fahrradfahrer. Der Asoziale im Straßenverkehr. Aber ich darf ja auf der Straße fahren. Aber ich mache es ungerne. Ich vertraue Menschen nicht. Ich vertraue keinen Autofahrern. Was ist, wenn er irgendeine Scheiße baut? Der ist 80 mal so schwer wie ich, Alter. Mit meinem scheiß Fahrrad. Ich hoffe, ich benutze auch einen Helm. Nee, wir haben keinen Helm. Darum ja. Mit Helm würde ich mich ja noch mal ein bisschen sicherer auf der Straße fühlen. Aber ich bin schon seit kleines Kind, Helmverweigerer. Früher hat meine Mutter mich gezwungen, Helm zu tragen. Leute, ha! Ich hab den Helm angezogen, als sie mich noch gesehen hat, bin um die Ecke gefahren und hab den Helm ausgezogen, weil er mir zu peinlich war. Ah. Leute, ich lebe noch, ja? Glaube ich zumindest. Leute, lebe ich? Bin ich da? Seht ihr mich? Oder ist der Grund, warum ich mich immer so unsichtbar fühle, dass ich schon ewig tot bin? Okay! Ich fahre täglich mit dem. Das ist so ein geiles Leben. E-Fahrrad verbessert das Leben zu 100%. Ich will nie wieder Bus fahren. Ich friere mir lieber alles ab, aber der Bus bleibt mir fern. Ja, der Bus ist so nervig. Geh aus dem Weg, Ringverdiener! Ach, nee, das liegt ja nicht. Also so teuer sind E-Fahrräder auch nicht mehr. Die ganzen Geringverdiener können sich ja auch E-Fahrräder leisten. By the way, Leute, wir sind selbst Geringverdiener, ja? Und ich bin mehr als Geringverdiener. Falls hier irgendjemand zuschaut, den mir einen Strick drehen möchte, Leute. Der Strick ist schon gedreht. Aber ich liebe mein E-Bike, ja, Mann. Dings hier, mir ist aufgefallen, auf unserer Seite soll angeblich ein Scheideweg sein und das ist so eng. Wieso darf man in beide Richtungen fahren? Wie? Soll ein Scheideweg sein? Okay.
Kein Helm, aber ich habe eine Warnweste. Ja, Aki hat sich eine Warnweste gezogen. Für den Drip Drop. Louis V. Givenchy. I got drip on me. Jewelry. Iced out as the slippery. Okay. Leider, Drip Drop ist so ein guter Song. Ja, Moti, du Lügner. Hä? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Lü. Wann gibt's mein Mod Payout? Bruder. Kommt. Ich muss nur reich und berühmt werden. Dann kommt der Payout, Brudi. Ich würd halt Real Talk Mods bezahlen. Real Talk. Soweit das mir im Rahmen des Möglichen ist. Da passt doch gerade der Song. 1-2 Cent, Leute. Ich habe 2 Cents. Einer für dich, einer für mich. Das würde ich machen. Wenn das hier vielleicht irgendwann in 38 Jahren vielleicht ein bisschen größer wird. Aber das sind Zukunftsvisionen. Die verfolgen mich immer im Schlaf. Ich träume immer, wie ich gecancelt werde, Leute. Spaß. Habe ich noch nie geträumt. Ich mache einfach den Tadel. Wenn ich irgendwann 100.000 Abonnenten habe, ja? Dann wird mein 100.000 Abonnenten-Special ein Expose gegen mich selber, okay? Was? Ich hab verkackt? Was laberst du? Du bist rich. Ach so, hör auf zu lügen. Du bist Twitch-Millionär. Ja, tut mir leid, Leute. Wie komme ich jetzt aus der Sache raus? Leute. Psst. Guck keiner zu. Psst. Nicht allen verraten, ja? Das ist unser Geheimnis. Das Bett ist mir jeden Monat. Bisschen hier, damit ich seine Plattform groß mache. Leute, der Vertrag sollte geheim bleiben. Psst. Okay, jetzt lese ich mal die Nachricht hier. Den Schatz, den hat ihr Tang geschenkt. Ach so. Leaked. Hier wird geleakt, Leute. Nur bei dir. Ups and Downs im Mori-Stream, Leute. Ups and Ups. Ich muss mal ganz kurz konzentrieren, ja? Wie ein Vergleich, den ich nicht bringen werde. Okay. Powder. Gefallen und du fliegst. Rudely Mortar. Water Mortar. Trademarker. Alan Harper. Ich bin Durchstarter. Wenn ich komme, gebe ich dir eine Bombe und es entsteht ein Krater. Er war niemals da. Mein Vater. Okay. Das ist der Grund, warum ich oft nicht klarkam. Ja, mehr fällt mir nicht ein, oder? Ich hör auf. Okay. Der Freestyle, ne Moti. Leute, wieso schaffe ich das heute nicht? Bin ich verwirrt? Was ist mein scheiß Problem? Kann mich heute nicht konzentrieren. Wie immer. ADHD kickt. Water. Water drop. Drip drop. Louis V. Givenchy. I got drip on me. Iced out. Jewelry. Is it slippery? Nein. Oh mein Gott, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Ich war fast tot. Zu Hause an, nur bei dir.
Leute, dann spielen wir heute mal wieder ein bisschen Memory, würde ich sagen. Guck mal, ich habe jetzt... Oh, ich habe viel Memory. Ich muss kurz mal wieder in Taschen... Warum, wenn ich viel rede, läuft meine Nase? Was ist? Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. In jedem fucking Stream. Seit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 Tagen. Ich bin gestorben, okay. Ich muss doch einfach mal wieder gesund werden. Ich würde das Video ansehen. Ich hoffe, du sagst, dass andere schuld dran sind. Das, also, ja, natürlich sind alle anderen schuld. Hä? Du bist schuld. Du bist schuld, Darius. Du hast mich so gemacht. Du kleiner, süßer Junge. Okay. Ich habe heute ein Wort erfunden und Ali war begeistert davon, wie ich es gesagt habe. Finn hat erzählt, dass sein bester Freund auf dem Bau arbeitet. Digga, der arbeitet schon 10 Jahre auf dem Bau. Okay, kurzer Referenz. Wer weiß, der weiß. Arbeitet und manchmal da übrigens Kupfer zum Schrottplatz oder so gebracht hat. Und du darfst nur eine bestimmte Menge im Jahr abgeben und dann bringt Finn das irgendwann weg. Achso, okay. Und er meinte er traurig, dass er kein Geld dafür behalten darf, aber dafür danach immer zum Essen eingeladen wird. Und dann habe ich gesagt, naja, zumindest ein Schweigeessen. Ja, ja. Schon lustig. Aber kennst du das Phänomen, wenn man einen Witz erklärt? Ja, 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 ja. Ich fühle mich jetzt mal in die Situation rein. Ja? Könnte schon lustig sein. Ich befand meine Betonung sehr gut. Ja, das ist wohl ein situationsbedingter Witz, würde ich sagen. Wenn du so weitermachst, muss ich dir einen Kuss geben, gegen deinen Willen. Ich will das ganz und gar nicht, Darius. Ich will das ganz und gar nicht. Okay. Was machen wir jetzt? Ach, ich wollte mein Dings machen. Ich wollte ein bisschen Memorien. Aki kriegt schon wieder Verlustängste hier im Stream. Aki, alles wird gut, ja. Man sieht dir an, dass du es nicht willst. Danke. Also, ja, also, was? Ja. Ja. Genau. Will das Ganze gar nicht. Okay, Leute, wir spielen jetzt Memory, ja? Let's go. Danke, okay. Das war aber eigentlich kein Witz. Ich meinte das ernst und hier wollte ich einfach von meinem Tag erzählen. Man darf die Bromance nicht unterbrechen. Darf man auch nicht, darf man auch nicht. Aber ja, ja, doch, doch, ist aber schon lustig. Lila und Rot und das und das und Lila und Rot und das und das. Leute, null Fehler? Null Fehler? Schaffe ich null Fehler? Scheiße, wo war das? Da. Ja. Null Fehler. Oh mein Gott, den hatten wir noch nicht. Ah. Scheiße. Mann. Ach, jetzt habe ich mich noch verklickt. Jetzt wäre es eh vorbei gewesen. Schade, Schokolade. Nächste. Leute, null Fehler. Kann man hier Kanalwetten? Ihr habt keine Punkte, ne? Rosa Dings. Ja, da können wir keine Kanalwetten machen. War das jetzt hier? Ich hab's einfach direkt vergessen. Lila hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich verklick mich ständig. Was ist denn? Manchmal mache ich einfach. Bin ich einfach auf dem 38. Monitor da hinten. Den hatten wir schon, oder? Ja. War das die hier? Nee. Jetzt bin ich durcheinander. Hier war sie.
Lila? Kiste. Kiste, Kiste, lila, lila, Leute. Is no lurking. Okay, Darius-san. Sei meine Ehre, dass du da warst. Bis bald, Kamerad. Ach so. Was? Hä? Ist das eine Funktion? Das habe ich auf nichts geachtet. Ich muss nochmal von vorne gucken. Kette gelb, Kiste, Türkis. Türkis, Türkis. Grau zu grau. War das hier? Nein. Oh Mann. Die Runde ist ja komplett verkackt. War die Kiste hier? Nein, war sie nicht. Sie war hier. Nein, war sie nicht. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ich bin Gefahr. Bitte. Memory-Weltmeister. War das die hier? Nein, war es nicht. Hier, hier. Das war die Kette, oder? Ja, das war die Kette. Okay. Leute. Es gibt einen Lure-Command. Können das normale User auch? Aki, probier mal bitte. Unbekannter Command. Nö, könnten die nicht. Soll ich einsteigen? Aber ich bin gerade im Memory drin. Aber ich mache jetzt mal von unten. Das war hier, oder? Nee. Hier. Ich verwirre mich jetzt mal komplett. Komplett. Leute, meine Konzentration lässt noch. Eben habe ich doch alles First Try geschafft. War das hier? Nein, war es nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Hier. Nein! Hier ist das? Ja. Gucci, 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 Gucci. Ich komme rein in den Gucci-Laden. Guten Abend. Und die Gucci-Dame fragt, was wollen Sie von Gucci haben? Ich nehme den ganzen Gucci-Laden. Da muss ich gestern Gucci fragen. Kein Problem, ich kenne Gucci Oguchi persönlich. Deswegen ist das nicht nötig. Der Reim geht gar nicht so weiter, aber ich bin einfach am Freestylen. Denn ich muss in meinem Stream scheinen. Ich höre auf zu reimen. Leute, ich kann das nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, Leute. Rot, Kette, Rot, Kette. Rot, Kette, andere Kette, lila, gelb und grün. Türkis, gelb. Gelb war hier, oder? Ja. Ach, ich kann das nicht mehr. Andere Kette war hier. Kiste hatten wir noch nicht. Kette. Ich habe mich verklickt, aber es war das Richtige. Lila, nein. Lila, lila. Kiste war hier. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Bitte retten Sie mich. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Es schmerzt. Warum gibt es eine Shrug-Command? Ich weiß doch nicht, was hier für Commands drin sind, Mann. Ich habe das nicht eingestellt. Kette, rot, lila, rot. Kette, lila, grün, rosa. Ja, lila war hier. Türkis. War das hier? Nein, war es nicht. War da. War es hier? Nein, war es nicht. War es hier? Nein, war es nicht. War es hier? Nein, war es nicht. Ah, das habe ich doch gewusst. Leute, ich hoffe, ihr habt richtig Spaß, mir beim Memory-Spielen zuzugucken. Noch nie so was Spannendes gesehen. 5 von 5 Sterne. So. Noch zweimal. Rot, Kiste, Dingens. Rot, rot. Ich sollte das jetzt immer wieder direkt machen. Ich habe keinen Bock, das alles auf einmal zu machen. Was war hier nochmal? Was anderes.
War das hier? Nein, was? Ja, Mann. Ja. Ich gebe gleich auf. Ich kann mich echt gar nicht mehr konzentrieren. War das hier? Nein, war es nicht. Ach, hier war diese Kette, okay. War das hier? Nein, war es nicht. Gelb. Hier war grün, oder? Ja. Rosa. Kette. Rosa war hier. Ich schaff das nicht. Hier, oder? Ja. Wo ist das scheiß Lila? Hier? Ja. Ja, Puzzle Games. But I can't concentrate me anymore. I did too much rounds. Okay, this is no hard, yes? Okay. Okay, ich mach keine Games. Ich fronte gegen Animal Crossing. Ich mag meine Bewohner nicht. Die sehen alle so meh aus. Ich vermisse meine ehemaligen Bewohner. Aber du kannst ja aussuchen, wer bei dir wohnt und wer nicht. Aber ja, die hast du leider verloren. Darius hat so viel Spaß beim Puzzle zu gucken. Er muss sich beschäftigen. Nicht wirklich. Aber du kannst sie wieder aus deiner Insel rauswerfen, wenn sie drauf sind, oder? Hä, wo war nochmal Rosa jetzt? Die war hier oben, oder? Ah, da war Rosa. Das ist Rosa, Rosa. Kette, und da war hier die hier. Mhm. Kette, Kette. Kette, Klette. Ich hätte gerne deine Kette. Hände hoch. Oder du bist tot. Was ist denn los? Findest du mich doof? Dann muss ich los. Du musst dann schon krass auf Suche gehen für die, okay? Aber ist das möglich, oder? Aber dann muss ich die ganze Zeit sagen, ich habe ein Problem mit denen. Du hast ja auch ein Problem mit denen. Die sind hässlich. Okay. Naja, aufwerten über die 511-Plattformen. Welche 511-Plattformen? Leute. Leute von heute, sagt mal im Chat hallo. Guten Hallo, ihr es alle. Aber es kommt doch auf die inneren Werte an. Ja. 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 Chesset. Oder die gute Chesset-Quest. Schnell mal die Chesset-Quest. Diese Stumpfe, ja. Deswegen schaut ihr ja mich. Weil ich so ein toller Mensch bin. Ihr Undankbaren. Okay. Wir holen das Thema wieder zurück, Leute. Auf einer Skala von 1 bis 10, ja? Als wie undankbar würdet ihr euch bezeichnen?
Wer ist hier undankbar? Du Arschkeks. Alter. Darius. Pass auf, mein Junge. Okay, nein. Es geht mir zu weit. Ich weine gleich. Wollt ihr mich weinen sehen, Leute? Komm doch her. Dario, ist schon okay, ist schon okay, ist schon okay. Bitte, ich entschuldige mich, Darius. Entschuldigung. Entschuldigung, Darius, ich hab nichts gesagt, bitte. Bitte, nicht hauen, nicht hauen. Darius, aua, aua, aua. Okay. Geht's gut, ja? Hör auf, mir Elektroschocks über mein Headset zu schicken. Noch einmal und du lernst mich kennen. Also for real. Okay, okay, Darius. Tut mir leid, Mann. Aua. Bitte nicht Schmerzen. Bitte nicht Schmerzen zufügen. Hast du ein Problem? Ich habe viele Probleme. Merkt man doch, oder nicht? Leute? Merkt ihr irgendwas? Okay, ja. Aber ich weiß, wieso Leute immer ihren Chat haten. Das macht richtig Spaß. Okay. Oder ich liebe euch doch, ja? Bitte. Bitte spendet mir all euer Geld. Ich kenne keinen Spaß. Verstehen Sie Spaß? Nein. Ich bin todernst. Okay, Darius, okay, ich bin auch todernst. Immer. Ich glaube gar nichts mehr. Das ist gut. Dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Alles. Wissen ist besser als Glauben. True? Ich weiß, dass es Gott gibt. Ich habe ihn gesehen. Okay. Okay. Okay, Darius. Gut. Vertrauen ist gebrochen. Endlich. Endlich, Mann. Endlich. Wie ist er so? Wir sind beste Freunde. Okay. Er ist ein richtiger Assi, wie ich. Okay. So habe ich mir Gott auch immer vorgestellt. So ein richtiger Flaschensammler. Wir saufen nur. Ach, Darius, Mann. Aber entspannt. Wenn ihr mal... Guck, ich bin so nett, ja? Ihr könnt so 2-3 Mal im Monat zu mir kommen, dann zahle ich den Kasten. Dann müsst ihr an dem Tag keine Flaschen sammeln. Ich meine, so 2-3 Tage also 2-3 Tage im Monat gönne ich euch schon Urlaub. Auf Ehrenbruder. Auf Ehrenbruder Bäschen. Das ist kein Späßchen, Leute. Den Kasten. Ja, wie soll Darius sonst betrunken werden? Der alte Junkie. Der wird von 10 Bier doch nicht. Der wird von 10 Bier doch nicht betrunken. Aber der trinkt ja nur Bier. Der trinkt ja nur Bier. Weil Wodka, sagt er immer, ist immer zu hart. Keine Ahnung. Auch, Leute, habt ihr ein Bild von Darius gesehen? Der hat so einen Bierbauch. Ich habe noch nie so einen Bierbauch gesehen. Er ist dünn wie ein Lauch, so wie ich, ja. Richtig? Hier. Schmaler als diese Dinger. Wie heißt die nochmal? Schmaler als diese Winddinger, ja. Aber sein Bauch, der liegt auf dem Boden. Man fragt sich bei Darius, wie viele Babys sind in seinem Bauch? 12? 20? 41? Oder
42. So wie 20. Das ist die falsche Antwort, Darius. 43. Das war nicht mehr zur Auswahl. Okay. Was passiert hier schon wieder? Ich liebe Scheiße labern. Ich glaube ja unterbewusst, er ist ein richtiges Arschloch. Ja, das glaube ich dir. Das glauben wir. Das glauben wir ja. Gibt es ein falsches Arschloch? Okay. Ja, mich. Soll ich mein Ass bleachen? Für mich? Oder? Das musst du jetzt genau erläutern. Also ich würde mich freuen. So. Wenn du mir danach auch ein Bild schickst. So, für den Schulunterricht. Eins für ja, zwei für nein. Danke, Leute. Bis dann. Was? Ich werde hart getriggert. Ihr holt meinen Autismus raus. Oh je, wie ne? Halt deine Phrase. Bist du ich? Du kannst das nicht fühlen. Okay, es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Ich bleach in einer Moti-Form. Oh je. Was passiert hier, Leute? Okay, jetzt noch Cheer and Then Crisis, Leute. Heute ist Cheer and Then Crisis. Ach nee, ich muss erst Dings machen. Aber das ist eh in Chengdu. Ich muss eh durch Chengdu. Es ist jetzt Impart Knowledge. Impart Knowledge. Und dann müsste ich eigentlich auch noch, ich habe eigentlich noch was auf der Daily-Liste, was ich aber jeden Tag verweigere schon seit Tagen. Was, Bruder? Ich muss eigentlich in Lingqiao City einen Boss besiegen, jeden Tag. Weil das kann man achtmal, also mehrere Bosse, eine Schule. Man kann immer eine Schule herausfordern, muss dann, glaube ich, so 6 Kämpfe machen und bekommt am Ende schon ganz gute Belohnungen. Das kann man 8-mal in der Woche machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das als Daily. Ist egal, wann man das macht, aber ich würde es dann halt als Daily machen. Ist hier noch Platz? Oh mein Gott, Impact Knowledge ist einfach voll. Jetzt muss ich auf die nächste Runde warten. Darius. Der ist sogar in meiner Gilde. Darius, Statement, wenn du dein Aal bleachst, ja? Okay, was? Ich kann nur Deutsch. Okay, was? Schreib ihn an. Lieber nicht. Ich bin da für ihn, okay. Jedem sein Fetisch, würde ich sagen. Jedem seine Vorlieben. Jedem das Sein, aber mir bitte das meiste. Alle anderen außer Moti finde ich scheiße. Classic. Und immer wollte ich natürlich kein Geld ausgeben und habe 70 Euro dagelassen bei Ikea, Leute. Classy. Aber ich war letztens bei Ikea und habe nur das gekauft, was ich kaufen wollte. Vielleicht habe ich mich hier und da ein bisschen umgesehen, aber ich habe mir gedacht, nein, Mann. Okay, wenn ihr Import Knowledge voll ist, machen wir jetzt Cheer and Crisis. Und danach Import Knowledge. Ich sollte eigentlich direkt in den Dead Modi Stream rübergehen, oder? Aber was machen wir als nächstes im Dead Modi Stream? Sollen wir. Leute, ich weiß immer noch nicht. Sollen wir machen? Sollen wir? Ich weiß genau, was ich meine. Sollen wir? Sollen wir Undertale zu Ende spielen? Ich habe gestern mit jemandem im Discord geredet und er meint, der spielt bis zur Minecraft und dann wollte ich weird damit flexen, dass wir einen super coolen Server haben mit einer super coolen Map und super cool sind.
Das Ende von Undertale. Moment, ich gehe mal hier in den Mod-Mode. Kann man hier Dinge maken? Ich check das neue Mod-Menü nicht. Widget hinzufügen. Wo ist hier dieses... Wo ist das Dingens? Mein Streaming-Panel, wo man auf Knöpfe drücken kann. Warte, ich muss hier. Wie kann ich Umfragen machen? Geht das noch nicht? Hätte es einfach die Servertour ihm zeigen müssen, aber die ist ein bisschen lang, glaube ich, würde ich sagen. Weiß ja nicht, ob er da so Lust drauf hat, das anzugucken. Ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich irgendjemandem was schicke, die Leute klicken eh nicht drauf. Okay. Die super duper coolen. Die coolsten im Garten. Ja, aber eigentlich muss er noch zweimal spielen oder ich spiele das eine bis zu dem Punkt, wo es neu für ihn wäre. Dann muss er nur einmal neu spielen. Ist das so? Muss ich eigentlich nochmal da reingehen? Ich werde niemals einsehen, dass ich da nochmal reingehen muss. Denn es ist Schluss mit Undertale. Oder wir gehen nochmal rein. Obwohl, ja, doch. Soll ich Undertale wieder auf die Liste schreiben, Leute? Soll ich das nochmal streamen? In der nächsten Staffel. End zu dem Odi Back auf eurem Bildschirm. Steht auf der Liste. Und diesmal kriegt die scheiß Toriel kein Geld für den Urlaub. Die hat beim letzten Mal hat sie meine Kreditkarte leer gemacht. Vorbei mit der. Das geht auch nicht. Warum gibt es eigentlich keine Darius-Cam? Keine Ahnung. Warum gibt es keine Darius-Facecam? Wo er einfach die ganze Zeit unten rechts mit Gesicht einfach die ganze Zeit auf das reagiert, was ich mache. So richtig Overacting. Würde ich fühlen. Ja, irgendwie ist das nicht da, ne? Ich muss das nochmal offline angucken. Aber irgendwie kann ich keine Umfrage mehr erstellen. Also das, ja, Belohnungsanfragen und das Vorhersagen nicht funktionieren, das weiß ich auch, Twitch. Die werden mir angezeigt, obwohl ich sie nicht verwenden kann. Aber eine Umfrage sollte ich doch eigentlich verwenden können. Aber die wird mir nicht angezeigt. Warte, hier ist eine Liste. Badge, Meldempfehlung, Chat, Flüstern, Mod-Aktionen, Stream, vielleicht ja Vorhersagen. Aber es gab doch einen Unterschied zwischen Vorhersagen und Umfragen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Es gibt mehrere Routen. Mehrere Businesse. Darius am Speedrunnen. Ihr könnt Content Cam anmachen, aber lange wird's nicht mehr wahrscheinlich. Mach, was du möchtest, ist ja deine Content Cam. Alles, was du machen möchtest, darfst du in dem Feld zeigen, solange es in den Guidelines ist.
Bitte, bitte nicht Yandere Simulator spielen. Ich kann den Stream gerade nicht gucken wegen Download, nur den Chat. Okay. Chat ist wichtiger. Chat ist wichtiger. Würde ich auch sagen, Leute. Scheiß auf diesen MCD-Modi da. In diesem komischen Viereck hier oben. Content Cam kann activated werden. Okay, dann activate ich mal. Ich activate deine Abwehrkräfte. Red Cops. Gas up. Let's stop. Daruis. Okay, das lasse ich jetzt so. Spaß. Bin im Channel, das ist der Mote, der da spielt. Natürlich, ich spiele alles gleichzeitig. Okay, let's go. Gian, den Crisis. Leute, wir haben eine Crisis. Danke, ja. Ja. Normal. Kennt man noch von mir, hä? Es tut ihr aber überrascht, Leute. Jetzt tut ihr aber über. Ich muss erst mit dem Typen reden. Ich vergesse es jedes Mal. Ich reiß aus. Ich möchte einmal die Coded Message haben. Dankeschön. So, Leute, das werden wir jetzt jeden Tag einmal machen. Hier. Merkt euch das. Das ist wieder was Langwieriges. Deswegen habe ich gar keinen Bock auf die Scheiße. Aber ich sollte machen. Ich glaube, das war nicht das, okay. Wie laut ist eigentlich die Musik? Geht das so? Ein bisschen leiser? Okay, jetzt muss ich hier einmal dieses Stress in der Bar. Eine kleine Schlägerei. Ich muss einen auf die Fresse hauen. Als ich das erste Mal gemacht habe, haben die mir so das Popöchen versohlt. Die haben mir so den Popöchen versohlt, ey. Deswegen habe ich das ewig nicht gemacht. Ich wünschte, ich hätte das schon viel länger gemacht. Inzwischen renne ich hier easy durch, aber es ist auch schon eineinhalb Monate her oder sowas. Da war mein Charakter noch ganz neu. So, dann muss ich einmal von denen ein Outfit anziehen. Dann sehe ich aus wie so ein super NPC. Ja, nehme das Outfit, das ist doch wunderschön. Darius band schneller als sein Schatten. Ich glaube, ich muss den bald wirklich bezahlen. Aus meiner eigenen Tasche. Was ist mit dem denn los? Achso, mir hat auch einer gefehlt. Ich will schon wieder alles so schnell machen. Krank im Kopf. Ich will keine Cutscene. Jetzt muss ich Assassins töten. Die sind hier so auf den Dächern. Da sind zwei. Die Lurker. Das seid ihr, Leute. Das seid ihr. Da, Lurker. Leute, manchmal frage ich mich, ob ich zu verrückt für Twitch bin. Aber nein. Ich spiele einfach die falschen Spiele, würde ich sagen. Aber ich spiele halt, was ich spielen will. Ich loke nicht nur, aber manchmal. Ich buhle auch um deine Aufmerksamkeit. Gerne doch. Ich kümmere mich noch gerne um euch, Leute. Ihr kriegt alle Aufmerksamkeit von MCDMOD, ja?
ist ein Geben und Nehmen und Leben. Sie ist cute. Ich bin aufmerksamkeitsgeil. Ich auch. Sonst wäre ich kein Twitch-Streamer. Okay. Leute, ihr schenkt mir eure Augen. Ich schenke euch mein Herz. Habe ich das nicht süß gesagt? Leute, los. Appreciate das. Ich bin Streamer. Ich brauch das. Für mein Ego. Heute bin ich mal zu normalen Zeiten online, ne? Auf ganz entspannte Zeiten. Ackermann, 100k at my home. Habe ich heute schon 100k gemacht? Aber jetzt bin ich in Sheen and Crisis drin, das kann ich gerade nicht. F an MC dem Audi. Sie ist cute. Cute as fuck. Wäre sie ein Pokémon, dann wäre sie Mew. Wäre ich ein Pokémon, dann wäre ich Mew too. Sie ist cute as fuck. Jetzt habe ich Bock auf Get the Fuck Out. Der beste UFO-Song. Oder Get the Fuck Out, ja. Get the fuck out, yeah. Get the fuck out, yeah. Get the fuck out, yeah. Du. Darius, es tut mir leid. Ich vergesse jedes Mal die Content Cam. Okay, der ist mir ein bisschen anstrengend. Den nehme ich Essen ein. Ein bisschen Boofy-Boofy machen. Get the fuck out, yeah. Get the fuck out, yeah. Get the fuck out, yeah. Ich liebe auch den Hänger-Flow, ey. E-O. Ufuk. Ich mag Ufuk manchmal. Gelber oder pinker Spare Button? Was mögt ihr mehr? Pink! 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 Gib mir Pink! Dieser Stein war nur einer dieser Steine. Oh mein Gott, ich bin ja fast tot. Oh oh. Ich muss ein bisschen aufpassen. Pick. Pick. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Komm hier. Den lad mich auf, Mann, lad mich auf. Aber einmal sterben gehört dazu, würde ich sagen. Scheiße, der ist genau in meiner Ulti, hat er geparried. Wenn er parried, bekommt er keinen Damage. Shit. Aber ich schaff ihn. Es ist möglich. Oh, nicht die Poison. Nicht die Poison. Geh aus der Parry raus, Mann. Geh aus der Parry raus. Aber er hat mich nicht getroffen. Oh nein, er macht Butchering. Ich glaube, das macht Aua, oder? Nee, macht das nicht. Okay. Ich glaube, er hätte nur Aua gemacht, wenn ich vor ihm gestanden hätte. Macht irgendwie 8k Damage oder so. Hä, wo ist der NPC? Der steht einfach da. Ey, NPC. Was ist, wenn ich sterbe? Der musst du mich retten. Aber geschafft. Easy. Okay. Kommt dann am Struggeln. Easy. Erstmal voll heilen, bevor hier irgendwas wieder passiert. Oh nein, oh nein. Mir geht's gar nicht gut. Noch 12 Sekunden Poison. Oh nein, weil ich kann sitzen.
Ist das Sitzen, kann es dagegen lenken? Ja, okay. Knappe Sache. Reason I choose Blissful Valley for main school. HP Drain Neuros. Ja. Yeah. Ja. Yeah. W. What's V in It's You? Yeah, Blissful Valley is best school for being main school for PvE. But I love Wudang. I don't know. I want to be Wudang. But it would be better if I would be Blissful Valley. That's true. But you can have the same set for not only on level 6, I think. But you can have it, you know. Man kann das ja haben, das Set. But not on level 12, sadly. Will be better if you are Blissful Valley. But yeah. I don't have to set insgesamt hier links. I only have one of the skills, but the most important skill, the big skill you spam every day, every night. Blissful Valley is Tai Chi as well. That's yeah, not Yin. But I love Wudang. I don't know. I love Breeze Sword. I'm only here for Breeze Sword level 12. It's I love to be the whole fight in the sky. I'm bright like a diamond. Looking to sky tonight. All of the stars have a reason. A reason like mine. A reason to shine. Okay. Next song. Oh mein Gott, PayPal hat doch doppelt abgebucht. Haben die versucht einmal bei dir? Ja, müssen sie ja. Ich hab das ja so geschickt, das Geld. 55 Euro Guthaben. Sehr gut. Sehr gut. Some Blissful Valley players don't know how to play right. You can drain their energy as well and make it so they can't fly. Yeah, that's true. If I have an enemy who's block my jumping and use flying skills, I'm very useless. Then my set isn't more so good. But on PvE, I love it. I did so much quest when I was low leveler than now. Only because if I would go down, they will kill me with 2-3 hits. But when I am in the sky, I'm immortal. And very important, you know, this year. Second thing why I am in Wudang, this bubble and this rage. I love it so much. Stun everyone and then vroom, vroom. But I have to level it more. It looks so nice. Vroom. And this you can't have if you're not in Wudang. That's sad. Finden von 50 Euro Guthaben. Dann hast du ja doch noch ein bisschen mehr Monedos als gedacht. Ancient Set Heals, you know, I think it's similar. Similar. I think in the Ancient Set also this bubble. But Ancient said,
who can buy the ancient set? I am not one of these rich whales. I will never get the set, I think. Not in the strange I can have it for free with Wudang. I don't know what level of Wudang is similar to what level on Tai Chi. I mean, what level 12 Wudang open Tai Chi is ancient Tai Chi. I have to look at, I wanted to look. Ja, glücklicherweise, ja. Ich krieg auch, glaube ich, noch mal ein bisschen PayPal. Soll ich mal gucken? Auf ganz entspannter Hase. Ah, mein Finger ist. Ah ja, I have. Ich hab Guthaben. 15 Euro Guthaben, Leute. Ich habe auch Guthaben. Wir sind reich. Und das, obwohl ich Ingame Time Show mal wieder einen Sub gegönnt habe. Auf Ehrenbrüderchen-Basis. Ich mag den Mann einfach. Ich bin jetzt schon, glaube ich, 7 Monate Sub oder so. Ich habe den auch die ganze Zeit abonniert gehabt, während ich ihn gar nicht geguckt habe, aber muss man einfach mal Support da lassen. Wichtig und richtig. Ich habe mich auch richtig gefreut, der Typ. Leute, der Typ hat inzwischen durchschnittlich 20 Zuschauer. Krank, Mann. Das habe ich noch nicht geschafft. Das fand ich richtig cool. Freut mich richtig für ihn. Ich hoffe, dass... ich glaube, jetzt hat er auch langsam den Punkt erreicht, wo es auch immer mehr wird. Jetzt wird er oben angezeigt, jetzt... Es geht stonks jetzt bei ihm. Ist richtig nice. Hat er sich verdient, er hat so viel gestreamt. Die ganzen letzten Monate. Er zieht ja jetzt schon bestimmt... Ein halbes Jahr oder nicht, nee, länger. Wie lange bin ich weg? Ich bin 8 Monate oder so weg vom Main Channel. Der zieht ja schon ein Jahr durch. Hat er komplett verdient. Bin ich froh, dass er endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient hat. Wir sind reich. Ja, ablenken ist okay, der Boss ist eh nicht so. Also der ist, wie man sieht, macht keinen Schaden. Not no any way. There change REs, so you can trigger them. Yeah, I also heard you can't trigger REs anymore. But I also don't know in the past how it is. I mean, I don't know what NPCs you have to friend. For the nice things. I never did this. But yeah, they removed it. And I don't, why they, do you know the gossip function? The gossip function was from beginning not in the game, or? I did some gossip quests, but they never did anything. Aber das ist jetzt kein gutes Wissen. Ich würde gerne bei Mr. China Essen bestellen, aber das darf ich nicht, weil das Geld... Ja, okay, das ist jetzt kein Freifahrtschein, das Geld auszugeben. Ich bin echt nicht zurechnungsfähig, wenn ich hungrig bin. Ich bin ja auch hungrig. Wir machen gleich Essen. Ich bin ja gleich fertig hier. Ich muss mal schnell nach Impart Knowledge, fällt mir gerade ein. Ja, Leute, das war Cheer in Crisis. Das machen wir jetzt jeden Tag. Super, oder?
Juhu. I used to be rich in this game, cause I knew how RE system works. Yeah, that's... I never noticed. And no one wanted to tell it to me. Got ancient fragrance often, okay. That's nice for you. And sadly for me. No, it's random due to rank and rep, okay. Is this the answer why I don't... I never got a good RE in the last 2 months. Maybe because I'm not very high in reputation here? Ich finde es sehr cool, dass es langsam bei ihm klappt. Ja, Mann, es ist mega cool. Darius, du hast ja nicht übertrieben mit Speedrun. Darius zieht einfach durch. Der rast einfach dadurch. Der Pro-Gamer. Free NPCs in Wudang for Ancient Tai Chi. Ja? I never noticed. But it's based on how much you liked and how random it is based on other players who have high rep with them. No, it means nothing. Yeah, that's the truth why no one wanted to tell what NPCs give the good REs. All was scared they get lesser REs. Most likely keep grinding those factions. What factions you mean? You mean here this? Roaming the world factions? I do often because I want to stay big star and get bigger bigger ranks on it. Was? Die Katholischen sind die Schlimmsten. Was? Wir reden über Religion. Da bin ich ja voll im Thema drin. Aber egal, Leute, egal. They give rap with A rank. Okay. Okay. Good to know. But I don't will trigger extra A. I only do my factions, and if A is A, should be able to trigger one a day. Yeah, I get like one RE in a week, and every time only I have VIP, and only with peaches and all this shit. So 15 young REs. Da, 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 da. VIP in der Psychiatrie. Darius ist voll im Modus. Der kennt das Spiel in- und auswendig. Und er ist ständig, und er ist drauf ständig. Ich mach diesen Lauch ängstlich, okay, was? Jetzt wird Darius wieder getriggert. Das gute Spiel, Mann, das war so eine gute Stelle da. Das Spiel hat auch so guten Humor. Top up, and you get RE in a hour. Yeah, I think too. Yeah, it's the good ones will go to the best players first. Yeah, that's... Yeah. It's a whale game. Be a whale, play the game.
But it's too funny with if you are not a whale. You can have fun. I sold to whales cause I played too much. You sold your account? Oh, you, what do you mean? Over 5,000 horrors back in 2010 to 2012. That's much, yeah. But I'm also a player like this. I played like one and a half year World of Warcraft. I don't know. I think I had... How much horrors I had in World of Warcraft? Darius, weißt du das noch? Habe ich dir das geschickt? Habe ich das der Aki geschickt? Like 2000 or something? 3000? I played for months. In 1 year. Ich habe keine Ahnung, ja, ich weiß auch gerade nicht mehr. But I don't know anymore. The right time. But I can show maybe. I can show maybe. We have to close for the cam, but I don't have it on chat. I don't find it so fast. I give Jahr. I put in Jahr. When it starts in 1 minute. No, I don't find it. It was on my alt. Discord account where I got hacked. Some day a hacker did all my mail addresses. All my mail addresses in one day. This was so hard. I lost my Discord account. The most accounts I got back, but the Discord account, the Discord support don't answer me for a half year or something now. And I lost my mail accounts because the hacker changed the mail, and it's Microsoft. And Microsoft don't trust their users. I can't get my account back. That's so fucked. Because I don't have my mobile number anymore, what I registered with this account, and so I lost all on one day. Only one person in game name I know still that plays for them. Rest I changed names, don't know anymore here. Who you mean? I got hacked as well and they got me banned. Oh. There. They hack your account and change mail, don't even need anything to do it. It's Nate's fault. But I talk about my mail address, not for H of Wushu. My private. I lost my private mail addresses every mail address I had, because all the mail addresses was connected to this one mail address. I lost so much accounts and so much games and all these things. But the important things like Google and Twitch and all these important things, Discord sadly not, I got back. That no good. Yeah, that was very hard for me.
I hope the hacker don't will do anything with these accounts in the future. Was heißt gesperrt? I close all accounts I called and yeah. They sell your password. Yeah, I think it was so. Yeah, on the day I got hacked, in the news was that Microsoft got hacked. Maybe they got my account. So and the hacker too bought some Discord Nitros. And the hacker bought with my account on Strato. It's a website and server website. And I saw it some days before I will be in was heißt it? I have to cook look. Vertrag einmal. What's Vertrag? Ah, they did a contract with this with Strato. And if I don't had seen this, I would pay every month like 80 euro. $80. I am so glad I seen this. The hackers got in my account and bought a server for 2 years. I would have to pay 2 years $80 if I don't would see the, if I had don't seen it. Fucking hacker. I'm glad I've seen this. But $30 for the free Nitro gifts I never got back. That's a way, but okay. It's a way. $30 not so much like 2 years, $80. They do fucking contracts with your account. I don't have keywords anymore in passwords anymore. Oh, I have to change my things. The content cam. I don't save my passwords anymore in the browser. I put every time my password manual in the space. Give real hackers a bad name. That's true. It's sadly. But on the other side, I think much hackers are very poor people who lives in poor countries, and they want to get money in on this. My old Age of Wushu account got also hacked. They do money with everything. That's poor people who steal for their own life. But it's very sad. Not poor countries, bad countries who hate our world. Yeah, but they have I try to see the other side of the people every time. They have a wait. Why I close every time translator?
They have a reason why they are like this. People not bad people only why they the bad people. People are bad people why because they have reasons for it. Don't hate the people, hate what they do. The poor countries make and sell in-game currency. Yeah, that's true. Because US dollars worth a lot there. Yeah, that's true, that's true. Every time the poor countries who doing money with this. That's true. Some people do this, some people do this. Thanks, poor countries, for all the in-game currency. They doing this for work. Professional gamers making money with playing for other people. Okay. It's ending. Der Stream ist vorbei, Leute. Ja. Was soll man dazu sagen, Leute? Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen, Leute. This guy's still on that roof like 1999. They ancient. They know game well. I would make friends with roof players. Now, also, I think one of the main reasons why they do this is because they want a better life for themselves or so their children don't need to suffer that hard. Yeah, that's true. That's the reason. All of this has a reason. A reason like mine. A reason to shine. Leute, ich verlasse euch jetzt. Es ist immer schwer, aber oh, endlich ist hier wieder ein Chat, ne? Endlich. Ich hab's nach zwölf Tagen oder so endlich geschafft, hier einen Chat reinzumachen und die Emote-Wand und alles. Ach, Leute. Okay, Leute. Seid ihr bereit, mich gehen zu lassen? Seid ihr bereit? Nein. Das stehe ich natürlich. Ich fühle mich auch gerade ein bisschen zwischen den Stühlen, aber ich habe auch echt Hunger. Und vielleicht kann ich ja mal wieder ein bisschen Zeit mit Aki verbringen, wenn sie jetzt nicht gleich nochmal schlafen möchte. Du kannst mich doch nicht verlassen. Aber ich werde jetzt erstmal überlegen, was ich essen möchte. Und mir richtig schön was reindrücken. So richtig. Tief in meinem Magen, Leute. Es war mal wieder schön. Ja? Ja? Okay. Es war mal wieder schön. Wir versammeln uns alle gemeinsam. Ein bisschen traurig gerade, dass ich offline gehe. Was soll ich los? Wir versammeln uns alle wieder gemeinsam. Gemeinschaftlich. Und miteinander. Wenn es wieder heißt, M zu dem OT ist back auf eurem Bildschirm. Und deep talkt. Macht Faxen. Presented sein Autism und Darius gibt den Menschen Content, den ich euch nicht bieten kann. Okay, Leute,
Bye, bye. War mal wieder sehr schön. Was machen wir? Wollen wir irgendwas fürs Thumbnail machen oder so? Soll ich den Hut anziehen? Nur fürs Thumbnail? Und die Leute, wenn die aufs Video klicken, werden die sich denken, Digga, das, was im Thumbnail passiert, ist gar nicht im Video. Nur am Ende, um Leute anzutriggern. Okay, let's go, Leute. Moment. Du Lügner. Leute, bisschen Clickbait. Warte. Ist das ein gutes Clickbait? Oder? Das ist gut, oder? Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Okay, Leute. Gut, gut, gut. Einfach ApoRed IRL hier. Mit dem Finger. Den mit dem Finger besser? Das soll ich so machen. Einfach Fake Mr. Beast, ja. Mr. Beast auf Wish bestellen, Leute. Das ist so süß, ne? Okay, Leute. Okay, ich bin jetzt weg. Ich hau jetzt ab. Tschüss, Leute. Tschüss. Gar keinen Bock mehr.